So, richtiges Lied gefunden und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was wir letzte Aufnahme gemacht haben, weil die schon so ewig her ist. Letztens musste ich Folgentitel machen und Thumbnails. Da musste ich mir ein paar Folgen angucken. Da waren wir da hinten in der Höhle, die ich dann einmal schon mal vorträglich die Nachbarschaftshöhle, glaube ich, getauft habe, weil die Maus zu langsam ist. So, nee, jetzt ist es zu schnell. Das ist immer, jedes Mal ist das so eine Sache, ne? Also, finde ich komisch. Da waren wir da hinten irgendwo in so einer komischen, Schlucht. Die habe ich dann irgendwie Nachbarschaftsmatratze oder so genannt, keine Ahnung. Weil die ja bei uns hier ganz in der Nähe ist. Und da haben wir ein paar Diamanten gekriegt und ein paar Redstone und alles Mögliche. Und, da können wir uns natürlich jetzt hinmachen und hingehen und hier ein bisschen vielleicht an dem Feld weitermachen. Aber das, denke ich mal, ist vielleicht gar nicht so die beste Idee, die wir jetzt machen können. Also es wäre eine Möglichkeit, was wir auf jeden Fall machen können, aber vielleicht können wir noch was anderes machen. Hier muss ich auf jeden Fall, sieht man, da ist noch dieser weiße Rand bei den Texturen. Manche habe ich, wie gesagt, bin ich ja fröhlich am Ersetzen und schön Texturen am Machen für dieses Texturenpaket, damit wir hier richtig schön Texturen haben für unser Minecraft. So ist die Maus mir etwas zu schnell. Die hier vorne, die Rosen auch zum Beispiel, die sehen noch gar nicht so schön aus, aber das wird alles noch. Da braucht man sich keine Sorgen machen. So. Ich hatte, genau, ich hatte überlegt, ob wir vielleicht, ich nehme auch gar nicht so lange auf, aber, ich hatte die Idee, eventuell, ich weiß nicht, wie das wird, aber wenn wir nochmal nach drüben gehen, zu unserem anderen wunderbaren Häuschen, wo ja auch nicht nur ein Häuschen, sondern tatsächlich so eine Stadt entstehen soll, das war ja der Grundgedanke, ob wir da vielleicht nicht mit dem ganzen Kobbel, was wir mittlerweile gesammelt haben, mal ein bisschen weitermachen können. Hallo Schäfchen! Und, ja, das habe ich mir so gedacht. Hier an dem Weg können wir auch noch weitermachen demnächst. So, Gesprächsthemen habe ich natürlich wieder gar keine, aber das ist nicht schlimm, weil da fallen einem spontan ja immer sehr gut auch welche ein. Zum Beispiel, genau. Nee, also hier war ja meine Überlegung... Wird jetzt dunkel? Ist mir die Maus doch zu langsam. So. Die ist so schwergängig. Die ist nicht langsam, die ist einfach nur schwergängig. Das... Vielleicht mache ich die hier... Vielleicht, Sekunde, ich muss mal gerade... V-Sync? Nein, maximal FPS natürlich. Wer hat das denn eingestellt? Bitteschön. Die Helligkeit hatten wir eigentlich auch so ein bisschen heller, damit man auf YouTube auch was sieht. Dafür mache ich Smooth Lightning mal aus. So. Und da hört man vielleicht jetzt auch schon, das ist von Edna und Harvey der Soundtrack. Da habe ich... mich mal ein paar Lieder bedient, weil der ja schon an sich ziemlich cool ist, der Soundtrack. Nur eignen sich nicht alle für die Tagesplaylist, deswegen sind das 3 oder 4 Lieder von Harvey und Edna, von Lilly mit Harvey und von Edna, die ich jetzt hier in die Dings-Playlist gepackt habe, in die Tagesplaylist, und die anderen sind in der Nacht-Playlist. Oder in anderen Playlisten. Und viele habe ich auch einfach gar nicht verwendet. So. Ich wollte gar nicht hier drin rumhampeln, sondern ich wollte hier mit Cobblestone was machen. Und zwar hatte ich überlegt, dass man hier vielleicht so eine Art Stadtmauer machen kann. Wo dann von da hinten ein Weg hier hinführt mit so einem schönen, Stadttor und alles. Und da müssen wir natürlich jetzt erst noch überlegen, wo noch irgendwelche Häuser hinkommen. Häuser. Wonach irgendwelche Häuser hinkommen. Willkommen beim chinesischen Fernsehen. Das ist
so eine Art, wie man da meditieren kann. Das ist das Fernzen. So, nee, hier wollten wir, glaube ich, auch mal einen Weg machen, ne? Das ist schon 50 Folgen her. Und zwar wirklich 50 Folgen ungefähr. Kann gut sein. Und da läuft gerade die richtige Minecraft-Musik gleichzeitig. Das ist natürlich super. Hier haben wir auch noch so eine komische Höhle. Hier haben wir ja im Prinzip schon fast einen Keller oder ein eigenes Haus schon fast. Da kann man sich vielleicht könnt ihr da in die Kommentare schreiben, weil es gucken ja so viele, dass jetzt auch niemand in die Kommentare schreiben wird. Aber falls jemand zuguckt und der eine Idee hat, was man hier raus machen kann, dann schreibt der das doch bitte in die Kommentare. Mir ist gerade so was spontan eingefallen, wie, dass man hier unten ja so eine Art Kellergeschoss macht eine Bar haben wir da hinten schon, ne? Aber vielleicht irgendein Kellergeschoss mit einem Kerker oder keine Ahnung. Und dass dann da oben noch ein eigenes Haus draufsteht. Vielleicht können wir da oben auch einen Wachturm drauf machen und da unten machen wir Betten rein für Söldner, die dann halt hier rum patrouillieren und bewachen. Ja. Gut. Was können wir sonst noch machen? Hier war der Weg. Ach, hier wollten wir, glaube ich, noch ein bisschen, da hat Cobblestone gefehlt, glaube ich. Oder? Wollten wir hier Kies. Ne, hier unten war Cobblestone, ne? Hier unten war Cobblestone Area quasi. Da müssen wir noch überlegen, wie wir mit dem Hafen weitergehen. Ob wir das jetzt alles hier versteinigen oder ob wir dann da noch so einen Kai hinmachen. Für alle, die jetzt sich beleidigt fühlen, weil sie Kai heißen, das heißt nun mal so. So. Dann mache ich hier mal so ein ganz kleines bisschen weg und ja, hier muss eigentlich noch ein bisschen breiter, also wenn dann hier so ein schmaler Durchgang ist, das ist eigentlich kacke. Also so kann auf jeden Fall noch, wenn dann hier auch noch der Zaun ist, das ist schon knapp. Dann machen wir vielleicht, ja, wie machen wir das denn? Ich meine, ich will jetzt nicht hier, wenn das hier so stadtmäßig wird, will ich hier nicht so viel Wiese lassen. Weil ich das schon so hafenmäßig machen möchte. Hier müssen wir uns auch noch was überlegen mit der Höhle. Da waren wir noch gar nicht drin. Aber im Prinzip können wir den Kai hier auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Läuft das Lied eigentlich jetzt hier schon zum 7. Mal? Ich mach mal nächstes Lied. Das ist irgendwie... Manchmal... Nee, das ist auch blöd. Manchmal geht dieser Random-Modus überhaupt kein bisschen gut, sondern wählt irgendwie total dreimal hintereinander dasselbe und alles mögliche. Oh, da ist eine Unterwasserpflanze. Nein, in Wirklichkeit ist das, weil hier ja Sand ist und ich habe auf manche Sandblöcke habe ich so Wüstenpflanzen gemacht. Dann sind die natürlich auch unter Wasser. Das ist der Nachteil, das habe ich nicht bedacht. Das denn hier auch sonst irgendwo? Da ist zum Beispiel, da ist ein Skorpion unter Wasser, das ist natürlich sehr cool. Also das, ich find das ziemlich geil, so dass man das so machen kann, dass ab und zu mal so ein Block auftaucht. Aber natürlich ist das unter Wasser jetzt nicht ganz so hilfreich. So, den muss ich wieder wegmachen, zack. Und dann... So, ich weiß gar nicht, wie weit wollen wir denn hier noch rausgehen? Ich denke, das kommt hier schon ziemlich der Sache nahe, wie weit wir... Also viel weiter wollte ich jetzt gar nicht. Vielleicht machen wir das hier hinten so ein bisschen, dass das so abgerundet ist. Muss ich mal kurz überlegen. Dann könnte ich theoretisch einfach so machen. Aber das ist blöd. Nee, das ist mir nicht groß genug. Das muss... that's what she said. Warte. Den hab ich doch hier. Das ist mir nicht groß genug. That's what she said. Yeah. So. Zack, da machen wir hier einfach so ein Ding hin. Keine Ahnung, wofür das jetzt genau stehen soll. Einfach nur hier so ein bisschen als Abschluss,
dass er am Ende noch da so eine Art Wendehammer hat oder wie auch immer. Und hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Gut, dann gehen wir hier. Wie gehen wir hier weiter? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch ein Gebäude hinmachen könnten. Vielleicht machen wir hier unten so Lade... Boah, diese Musik ist irgendwie komisch. Also ist ja auch Deponia. Ich meine, das ist klar, aber... wie wär's, wenn wir hier oben so eine Art Dach machen, wo man drauf gehen kann? Und da unten... Und da unten machen wir dann im Prinzip so Laderäume, wo man was reinfrachten kann. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das mache ich mal gerade. Machen wir hier mal ein bisschen Hafenarbeit. Das schadet ja auch nicht. So. Muss ja auch nicht so riesig werden. Das kann ja einfach hier nur so ein kurzer Abschnitt sein. Dann kommen da 3 oder 4 so Kammern hin. Dann reicht das auch schon, dann ist das gut. So. Aber dann haben wir hier wenigstens was, damit das nicht so nach nichts aussieht. Und dann erfüllt es natürlich auch noch irgendwie ein bisschen praktischen Nutzen, obwohl wir da hinten eigentlich auch schon ein Lagerhaus haben. Dann machen wir vielleicht das hier. Also das da hinten ist ja eher ein großes Lagerhaus. Und dann können wir hier im Prinzip... eher so kleine Kämmerchen machen, wo man dann vielleicht auch Schlafplätze reinmacht oder so. Das weiß ich noch nicht. So, das hier kann man im Prinzip auch wegmachen. Dann wird das schon... Ja, das war schlau. Dann wird das Teil der Wand... Ah, verdammt. Dann muss ich hier den ganzen Kies nochmal wegmachen. Tut mir leid. Aber wir wollen ja nicht von innen irgendwie so ein Erdegewand haben. So, dann mache ich das hier mal alles weg. Da. Das auch. So. Zack, zack, zack. Sehr umständlich, wie ich das gerade mache, aber ist ja auch egal. So. Zack, zack. Dann nehmen wir den nächsten Stapel. Und schmeißen den auch noch da drauf. So. Den kann ich auch damit zumachen. So, jetzt weiß ich nicht, wie weit wir noch da, bis nach da hinten gehen. Das können wir dann mal gucken. 7. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube nicht, aber... 4, 5, 6, 7. Nein, reicht natürlich nicht. So, und dann habe ich mir gedacht, kann man das so machen? Dann kann man nämlich von da oben... wunderbar darauf gehen. Graziös ist das einfach. Und dann kann man hier eigentlich noch weitergehen. So, und dann hier die Wand hinmachen. So, und dann kann man da schön hoch... Und dann hat man hier die Wand. Und dann macht man hier vorne den Platz auch aus Cobblestones. Und dann ist alles wunderbar. So. Bei wunderschöner Musik aus dem Spiele Monkey Island. Tralalalalala. So. So. Hoho, wie habe ich mir das gedacht? Man könnte ja im Prinzip so kleine Doppeltüren machen. Genau, dann kommt hier. Und dann kommt schon wieder leer. So, dann kommt hier nämlich die erste Wand hin. So. Zack, 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 zack. So, dann kommt hier nämlich so ein Raum rein. Und dann kommt hier noch einer. Dann machen wir vielleicht auch nur 2. Je nachdem, wie... Wie das jetzt hier gestalten. Ist da Wasser? Nö, da ist noch kein Wasser. Das ist gut. So. Zack, 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 zack. So. Und dann würde hier auch einer hinkommen. Und da, und da, und da. Und da, und da, und da, und da. Und da, und da, und da, und da, und da, und da. So. Zack, zack. So, dann haben wir zwei Dinger, wo man dann weiß ich, da kann man dann drin pennen oder da kann man dann Ladung reintun, keine Ahnung, was das noch genau wird. Da müssen wir uns noch was überlegen, wofür die ihren genauen Zweck haben. Ist auf jeden Fall irgendwas für den Hafen. Für den Hafen ist immer gut.
So. Zack, 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 zack. Ups, voll daneben. Letzter Stack schon. Dann müssen aber auch jetzt gleich rein. Sowieso. Also nehme ich mal schnell den mit. Und verpiesel mich da mal kurz hier in die Hütte. Na. So. Und dann geht's einmal abwärts. Oder hochwärts, besser gesagt. Und dann wieder nach draußen, weiter an die Arbeit. Schön Schichtarbeit machen hier. Zack. Ey,